Vater irgendwie erzählt hat. Und dann hat der gesagt, was, Ihre möchte auch Profi werden? Und dann hat mein Vater gesagt, nee, nee, der möchte nicht, der wird. Durch den Spieler mit der Nummer 7, Mehmet! Dass Mehmet eben einer ein richtiger Straßenfußballer war, ein Kicker, der den Ball haben wollte, der mit dem Ball irre Dinge gemacht hat und der geniale Dinge gemacht hat, der den Ball auch dorthin gebracht hat, wo er ihn haben wollte. Der hat die schon, glaube ich, für ganz schön minderwertige Kreaturen gehalten und diesen Verein fürs Hinterletzte. Also hat er gesagt, warum soll das nicht klappen? Ja, er hat einfach mir auch das Gefühl vermittelt, geh den Weg, den du gehst, der kann gar nicht schief gehen. Er ist ja ein typischer Straßenfußballer. Pass auf, du wirst bei den Amateuren immer spielen, solange ich Trainer bin, immer. Aber dadurch, dass du so ein Typ bist, wo die anderen auch neidisch sind drauf, werde ich dich nicht loben in den Mannschaftssitzungen. Ich werde dir immer privat sagen, was du zu tun hast. Alles, was du bis zu diesem Tag erlebt hast in deinem Leben, ist dafür da, dass du Bayern München kapieren kannst und lernen kannst. Es war schon eine tolle Zeit auch.